Hi, wir machen heute TikTok-Make-up. Es gibt so heftige Trends, die muss ich jetzt einfach mal probieren. Wir machen alles in einem. Das heißt, ich werde jetzt 5, 6, 7 verschiedene TikTok-Trends nachmachen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Passport-Make-up. Los geht's, ich schaue mir es einmal an. Okay, sie konturiert hier heftig. Okay. Okay, ich verstehe, das sieht alles ein bisschen aus wie Facetune, ihr seht, das ist alles krass nach oben geliftet. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber wir probieren es schnell aus. Los geht's. But first, Augencreme, das kann ich schon mal gleich am Anfang machen, weil ich habe extrem trockene Augenpartie. Okay, Blending. Leute, würde ich so nie machen, oh mein Gott. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier geblendet und ich glaube ja nicht. Wie soll ich denn das verblenden hier bitte? Never ever. Lassen wir das kurz einwirken. Dann tragen wir das auch schon gleich wieder ab. Ich sehe definitiv einen Lift. Seht ihr das auch? Das ist schon krass. Also so hätte ich das normalerweise nie gemacht. Aber ich glaube, diese Kontur bringt es jetzt einfach. Deswegen würde ich jetzt sagen, Passport Make-up. Okay, jetzt geht es darum, einen Under-Eye-Blush zu machen. Das heißt, unterm Concealer. Schauen wir uns an. If you're not blending your blush up to your under eye area, you're missing out. If you're not blending your... Okay, ich habe keinen Liquid Blush da, aber ich habe hier sowas cremigeres. Das ist von MAC in der Farbe Glow Play Blush, Fard de Joux, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Concealer drauf, aber sie mischt das ja auch mit dem Concealer, deswegen los geht's. Ich habe gerade Angst, dass ich mein Make-up jetzt versau. Wisst ihr, was gerade passiert? Ich habe das Gefühl, es neutralisiert den Ton. Also es wirkt ja auch ein bisschen wie ein Corrector. Ich würde sagen... Benji, alle muss geben. Also ich finde, ich sehe ein bisschen verheult aus. Also ich glaube, das ist eher nichts für mich. Deswegen würde ich sagen, no, probiert selber aus. Gehen wir zum nächsten TikTok über. Doing blush over this blush. Lass uns gucken. Trying the viral doing blush trend. Lippenstift nimmt sie. Okay, Auge. Ich habe hier jetzt natürlich nicht die Farbe, die sie hat. Why? Okay, Blending. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen Frische, aber ich glaube, mit ihrer Farbe würde ich es nicht machen. Deswegen würde ich sagen, Next Video, Kate Moss Trick. Schauen wir uns das Video mal an. Da habe ich nämlich ein richtig cooles Teil, und zwar Cotton Puder von Misha in der Farbe Smoked Hazel. Und wisst ihr was, das habe ich schon tatsächlich schon davor gemacht, bevor ich dieses Video überhaupt gesehen habe. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Diese Stellen hier, das ist der Kate Moss Kontur. Diese Stellen wollen wir jetzt einfach mal betonen. Schaut einmal ohne. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Das sieht aus, als wäre das jetzt hier total konturiert. Also... als hätte ich schon diese eingefallenen Wangen, was ich natürlich bei meinem Plumpsgesicht nicht habe. Woo!
Also da würde ich definitiv sagen, cool. Ich habe es aber noch nie so extrem aufgetragen wie so, also mit dem Pinsel. Ich mache mal so ganz leicht, aber man sieht, es funktioniert definitiv. Gehen wir rüber zum nächsten Video. Reverse Cat Eye. Schauen wir einmal an. Ich glaube, das wird bei mir nichts. Oh, puh, ich komme gerade ins Schwitzen. Ja, schwarzer Eyeliner. Da habe ich einen von MAC und zwar Tarnish. Dieses Make-up würde ich nie, nie, nie machen. Nur so zur Info. Three. Ja? Okay. Ich weiß, ich finde es ein bisschen so grufti, nicht grufti, aber ich finde es ein bisschen, würde ich nie so rausgehen, muss ich aber jetzt gleich. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen präziser arbeitet, dann könnte das gar nicht mal so schlecht aussehen. Also ich würde sagen, Okay, Lippen. Alright, look at this. Look at that. Am I stupid? I don't understand. How does this work? The only way to okay. find out is to try it myself. Lip Liner habe ich da. Da würde ich wieder tatsächlich den nehmen und einen Lippenstift. Also ihr seht ja auch, ich habe relativ schmale Lippen und sie malt ja über, also ganz schön. Also ich mache ja normalerweise, gehe ich immer die Kontur lang und wir machen es jetzt mal. Ja! Normalerweise würde ich jetzt hier ansetzen, ja? Normalerweise. Und sie? Das kann niemand gut aussehen. Okay, are you ready? Oh, oh mein Gott. Hä? Warte mal. Wait a minute. Wir machen noch mal ein Gloss oben drauf. Essence Extreme Shine. No, also ich glaube, das sieht nur gut aus, wenn man so von unten guckt, weil es dann einen Schatten dorthin wirft. Aber gucken wir uns das ja mal von gerade an. Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass das gut aussieht. Also man sieht einfach, dass das volle Kanone übergemalt ist oder diejenigen, ich glaube, meine Lippen sind einfach nicht dafür gemacht. Deswegen würde ich sagen, Also gefällt mir überhaupt nicht, deswegen würde ich das jetzt sofort wieder abmachen. Ich habe mein ganzes Make-up ruiniert. Ja, ich hoffe, dieses kleine TikTok-Nachmach-Video hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, aber ihr seht nicht, jeder Trend ist bei jedem gleich anwendbar. Deswegen müsst ihr das am besten ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Danke fürs Einschalten. Tschö mit Ö.